EA Bone Productions. EA Poe Productions liest Sagen aus Liechtenstein. Heute der Kuhbanner. Auf Guscha hütete vor Zeiten ein junger Driesner das Vieh. Dort hatte ein Bauer eine Tochter gleichen Alters, und die beiden sahen sich gern. Unglücklicherweise entstammte der Kühe einem jener drei Geschlechter, die nach dem Volksglauben keine Ruhe finden sollten, sondern dazu verdammt waren, in Rasslertobel zu geistern und die Sünden ihrer Vorfahren zu büßen. Im Herbst vor dem Heimgang fasste sich der Junge doch ein Herz und bat den Bauern um die Hand seiner Tochter. »Einem Katholiken und noch dazu einem Tobelhocker gebe ich meine Tochter nie zum Weibe«, war die Antwort. Wohl zersprengten die harten, ungerechten Worte dem Jüngling fast das Herz, doch konnte er sich beherrschen und antwortete scheinbar gelassen: »Du wirst deine Antwort bereuen und noch an mich denken.« Und er verließ Haus und Guscha. Etwa eine Stunde später, der Hirt hatte die Flescher Untersteigwiesen erreicht, entstand unter dem Viehhabe furchtbare Aufregung. Wie immer nach der Alpentladung weideten die Kühe unbehörtet auf den Gütern. Mitten in der Herde stand die schönste Kuh des Bauern. Plötzlich fing sie an, unter furchtbarem Gebrüll talwärts zu rutschen, ohne sich zu wehren oder die Richtung ändern zu können. Sie rutschte auf allen Vieren, und die Schrammen der Füße sollen noch lange sichtbar gewesen sein. Durch das Gebrüll der übrigen Tiere aufmerksam gemacht, sahen die Kuhschner, wie die Kuh erst in den untersten Gütern, wo eigentlich kein Tier mehr drohlen konnte, sich überschlug, bis sie zerschellt in den Kuschenköpfen lag. Das war die Rache des Hirten, der die Kuh gebannt hatte. EA Poe Productions.